So, heute sind wir in einer ganz besonderen Situation, denn wir wollen nämlich Schülern bei der Klausurvorbereitung helfen und die Klausur findet in ein paar Tagen statt und es geht um Kleist, den zerbrochenen Krug und wir wollen ein Schaubild präsentieren, wie wir das häufig schon gemacht haben. Wir verbinden das aber mit der Idee hier eines Igels. Den haben wir ein bisschen abgewandelt. Was uns fasziniert hat an dem Igel war, dass er geschützt war, dass er auf alles vorbereitet war. Niemand konnte ihm etwas. Und das gefiel uns eigentlich ganz gut. Nur wir haben aus den Stacheln dann natürlich Lichtstrahlen gemacht, ne, die dann von dem Prüfling hoffentlich oder auch in der Klausur von dem Schüler dann entsprechend ausgehen. Also gut vorbereitet wie ein Igel. Das ist einfach mal das Modell, mit dem wir jetzt arbeiten. Man ist auf alles gefasst. Man ist erfolgreich dann entsprechend auch. Dies Ganze ist eine Version 1.0. Wir haben noch ein paar Tage bis zu der Klausur, wollen aber jetzt schon mal einen vorläufigen Stand rausbringen, damit die Vorbereitung eben auch relativ früh beginnen kann. Und wir bleiben dran und werden das dann gegebenenfalls erweitern noch. Dies also nun das Schaubild. Natürlich haben wir den Igel hier ins Zentrum gestellt, wollten ihn aber auch nicht allzu groß werden lassen, damit wir auch Platz haben für andere Dinge. Dann die Idee mit der Version 1.0, das sieht man hier an diesen drei Feldern hier. Die sind nämlich noch offen und es kann auch sein, dass noch mehr dazu kommt. Aber wir natürlich versuchen, das Ganze überschaubar zu halten. Als erstes natürlich geht es um das Thema. Das sollte man im Kopf behalten als Frage, die im ganzen Stück behandelt wird. Rein äußerlich ist das die Frage, wer hat einen Krug zerbrochen? Aber dahinter steht die Frage, was war da wirklich los? Was wird da verschleiert? Und das läuft letztlich auf den Umgang mit Machtmissbrauch und Verschleierung hinaus. Dann zu den Aussagen. Die Aussagen sind ja das Erste, was man feststellt, um dann auch die Frage ermitteln zu können. Das Stück zeigt also den Missbrauch des Amtes, zeigt Korruption, aber auch ein lüsternes Alter, das also hier der ältere Herr dahinter der jungen Frau her ist. Dann seine Unfähigkeit im Amt, die lächerliche Verhüllungsstrategie. Daneben, dagegen auch die Liebe zweier Menschen, dann diese Listklugheit der jungen Frau Eve und Ruprecht dann, der zwar starke Gefühle hat von Liebe, aber eben auch von Eifersucht und es gibt da noch einige Kommunikationsmängel, die gezeigt werden. Insgesamt dann als Drittes noch eine sehr kluge, verständnisvolle Strategie des Gerichtsrates, sodass am Ende dann eben auch hier komische Momente noch deutlich werden beim Zusammenprall von Pflicht und Können und natürlich auch entsprechend der Aufdeckung. Dies also als erster Block, Thema und Aussagen. Ja, man sieht jetzt, dass wir uns hier eine Menge vorgenommen haben. Wir werden auch diese einzelnen Punkte kurz erläutern, damit jeder damit etwas anfangen kann. Wir verweisen hier nur, und darum haben wir das hier schon mal uns notiert, wenn wir es nicht vergessen, den Hinweis auf die Sprungmöglichkeit in der Timeline. Wir werden also nachher dafür sorgen, dass man ganz leicht zu den einzelnen Stellen, die einen interessieren, wo man noch Nachfragen hat für sich selbst, das klar haben möchte, dass man dorthin springen kann. Wir werden übrigens auf der Website dann diese Sprungmöglichkeiten auch unterbringen. Dort wird das Ganze auch noch ausführlicher dargestellt. Und wir haben also festgestellt, dass man auf der Website dann, wenn man dort diese YouTube-Timeline aufnimmt, dass man dann direkt in das YouTube-Video hineinspringen kann und dort gleich an die richtige Stelle. Und das ist natürlich eine fantastische Möglichkeit, auch mit einem relativ umfangreichen Stoff fertig zu werden. Man sieht, dass wir das insgesamt hier eben in Blöcke eingeteilt haben. Das hier ist der erste Block, der geht bis dahin. Da haben wir zusammengepackt einmal die Handlung. Der Richter Adam am Anfang in einer peinlichen Situation. Der Hintergrund wird verschwiegen von ihm. Außerdem als nächstes Problem dann der Besuch des Gerichtsrats.
Dabei stellt sich dann heraus, dass bei der Verhandlung der zerbrochene Krug eigentlich ein äußeres Problem ist, um das es eigentlich dann gar nicht so sehr geht. Auf jeden Fall fällt dieser Richter dann durch eine unprofessionelle parteiische Verhandlungsführung auf. Zunehmend Verdacht eben beim Gerichtsrat, der sich das Ganze anschaut. Dann tauchen schließlich Zeugen auf, die Spur zu Adam selbst legen, dass der also der Täter ist, sowohl was den zerbrochenen Krug angeht, als auch was die Hintergründe angeht. Und dann ist es schließlich so, dass Eve dann als das Opfer seiner Sexualattacke dann auch wirklich hier die Katze aus dem Sack lässt, den Täter nennt. Dabei geht es vor allen Dingen um sein Attestangebot, um ihren Verlobten nicht nach Ostasien damit dem Militär weithin in die Welt hinaus zu schicken, mit gefährlichen Gesundheitsfolgen möglicherweise. Dann schildert sie diesen Nachtbesuch von ihm plötzlich, wo er übergriffig wird. Glücklicherweise taucht dann Ruprecht im richtigen Moment auf, ihr Verlobter, und der Richter flieht durchs Fenster, deutet aber noch an und droht, wenn sie sich falsch verhält, nicht doch zu ihm kommt, um das Attest abzuholen und vor allen Dingen still ist und nichts verrät, dann sonst würde er eben dieses Attest zerreißen, was er angeblich hat. Es kommt dann schließlich zur Versöhnung mit Ruprecht und einem Happy End. Es stellt sich nämlich dann heraus, dass er wohl nur Heimatdienst hat und nicht nach Ostasien muss, und dazu ist er auch bereit. Und der Richter wird zwar suspendiert, also erstmal vom Amt entfernt, der Schreiber übernimmt das, aber es wird angedeutet, dass man ihm auch noch eine Alternativchance geben will, irgendwo eben seinen Dienst zu versehen, ohne dass er dort weiteren Schaden anrichten kann. Ja, kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, schon teilweise angesprochen. Das ist die Rolle des Richters. Er ist die zentrale Figur in der Komödie. Inkompetenz und Korruptheit sind schon deutlich geworden. Dann eine satirisch präsentierte Verhandlungsführung. Man sieht, dass die Sachen mit der Handlung sich natürlich teilweise hier überschneiden. Deutlich wird sein moralisches Versagen, das aber aufgedeckt wird am Ende. Und er steht eben für eine negative Sicht auf das ganze Gerichtssystem der damaligen Zeit. Dann nehmen wir noch andere Figuren gleich hinzu. Eve wird das Opfer eben dieses Übergriffes und auch der Eifersucht dann ihres Verlobten, denn der bekommt ja mit, dass da irgendein anderer Mann in ihrem Zimmer ist und weiß nicht, dass das der Richter ist, und sie ist schließlich bereit. Dann erzählt sie, dass sie erst nicht bereit war, so dieses Attestangebot dann von ihm, von dem Richter anzunehmen. Aber als er dann gesagt hat, ja, dein Verlobter, der kann auch aus Asien, das wird ganz schwierig, vielleicht siehst du ihn nie wieder. Und die Regierung belügt euch nur, wenn sie sagt, dass ihr zu Hause bleibt, die Soldaten. Dann sagt sie List gegen List und ist bereit, das dann zu machen. Und das kommt dann eben zu diesem Übergriff. Ihre Enttäuschung über ihren Freund, ihren Verlobten Ruprecht, von dem erwartet sie eigentlich, dass er bei ihr geblieben wäre, beziehungsweise zu ihr steht, gegebenenfalls auch die Schuld auf sich nimmt mit dem zerbrochenen Krug, damit sie die Chance behält, dann doch zum Richter zu gehen und auch dieses Attest abzuholen. Sie ist dann zunächst mitten in einer Schweigetaktik, lange Zeit sagt sie nichts, und das hält dieses ganze Stück eigentlich am Laufen und zieht es auch ein bisschen in die Länge. Und dieser Gerichtsrat, der deckt dann das schließlich auf, nachdem er Verdacht geschöpft hat. Und wichtig ist eben, dass eine Nachbarin namens Brigitte und der Schreiber Licht eben als Zeugen dann doch deutlich machen, dass die Spur im wahrsten Sinne des Wortes im Schnee zum Haus des Richters führt und man eben auch an seinem Klumpfuß da erkennen kann, dass er das entsprechend ist. Soweit eben zu den wichtigsten Figuren. Ja, kommen wir jetzt zu diesem Block, bei dem es vor allen Dingen um die künstlerische Gestaltung geht. Da geht es erstmal um die Dramatik und die Spannung durch diese schrittweise Enthüllung. Man spricht von einem analytischen Drama, das werden wir gleich noch genauer vorstellen. Eben die zunehmende Erkenntnis des Zuschauers und natürlich auch dann des Gerichtsrats im Stück. Dann konfliktreiche Dialoge, die da präsentiert werden, und eben dann auch
Andeutungen des Gerichtsrates, dass er tatsächlich eben mit dem ganzen Verfahren nicht zufrieden ist. Und das hängt natürlich damit zusammen. Was Komik und Satire angeht, haben wir vor allen Dingen Situationskomik. Man denke etwa an den Anfang, wo der Richter da halb aus dem Bett gefallen ist, sich verletzt hat und aber alles versucht, um das irgendwie harmlos darzustellen. Dann Kommunikationskomik, wenn dann die Nachbarin Brigitte davon spricht, dass das der Teufel vielleicht gewesen ist, den sie da gesehen hat. Und dann der Richter sagt, ja, aber den Teufel kann man doch hier nicht verhandeln, das müssen wir weiter abgeben an eine höhere Instanz. Dann dieser Kontrast auch zum Beispiel, wenn dann der Richter hinterher aus dem Fenster schaut und eben sieht, dass die Perücke da ihm auf den Rücken schlägt, schon mal so Strafe andeutet. Satire ist das insgesamt vor allen Dingen durch die Überzeichnung der Differenz zwischen Pflicht und Können. Das ist Überzeichnung und das Verstärkung, Übertreibung ist ja ein Mittel der Satire. Was sprachliche und sonstige Mittel angeht, ist einmal der Krug natürlich als zentrales Symbol. Er steht für den moralischen Zerfall, aber auch die gestörte Beziehung zwischen Eve und Ruprecht. Interessant, das offene Ende. Das Krugproblem wird ja verschoben und die Mutter von Eve deutet an, dass sie jetzt sich an ein höheres Gericht wenden wird, ganz geschickt. Schachzug und Eves Schweigen vorher ist natürlich ein strategisches Mittel. Wir haben uns hier also ganz große Dinge konzentriert, denn Detailfragen muss man natürlich dann im Zusammenhang mit einzelnen Szenen erörtern. Interessant auch die Bedeutung des Ortes. Die Bühne natürlich zunächst mal zeigt den Zusammenprall von Welten. Mit Ort ist also jetzt hier die Bühne gemeint für die Komödie. Dann verstärkt die Möglichkeiten von Komik und Satire. Und Adam verweist eben selbst auf die Besonderheit, die hier entsprechend vorliegt durch sein ganzes Verhalten. Ja, kommen wir jetzt zu ein paar grundsätzlichen thematischen Bezügen. Es geht einmal um das Problem der Wahrheit. Da wird ja häufig darauf hingewiesen, dass Kleist als Verfasser eine Kant-Krise hatte. Immanuel Kant hatte ja als Philosoph doch ziemlich als erster so deutlich gemacht, dass das, was wir sehen, fühlen und so weiter, das ist nicht die wirkliche Welt, nicht das Ding an sich. Das können wir gar nicht erkennen. Wir denken in den Kategorien von Zeit, Raum und Ursache. Das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen hier erörtern. Das ist ein eigenes Thema. Aber Vorsicht, das hat zwar für den Verfasser durchaus eine Rolle gespielt, aber hier in diesem Stück geht es nicht um die grundsätzliche Frage, kann der Mensch Wahrheit erkennen oder so etwas? Es geht einfach um die Aufdeckung eines Sachverhalts. Der Schuldige tut natürlich alles, um seine Schuld zu leugnen. Und der Staatsanwalt dann hier vertreten durch den Richter und den Gerichtsrat, der versucht natürlich die Schuld nachzuweisen. Das ist eine ganz normale Geschichte. Die juristische Besonderheit hier ist, dass dieser Richter natürlich sich schützen muss, weil er ja der Täter ist. Und er kann sich eben auch schützen, weil er natürlich die besonderen Möglichkeiten seines Amtes hat. So, jetzt geht es um zwei andere interessante Bezüge, schon mal angedeutet, analytisches Drama. Das heißt, das Drama entwickelt nicht eine Sache, dass also am Anfang da eine Konfliktsituation da ist, die verschärft sich dann und so weiter. Nein, sondern alles, was eine Rolle spielt, ist eigentlich vorher passiert und es wird jetzt aufgedeckt. In diesem Falle ist das so, in der Antike gibt es das Drama um diesen Königssohn Ödipus und das beginnt damit, dass er eben König von Theben ist, dort bricht eine Seuche aus und er als König verspricht, ich kläre die Ursache. Das Problem ist nur, dass er nicht weiß, dass er selbst die Ursache ist, denn es wird deutlich gemacht, dass diese Seuche die Strafe der Götter
ist dafür, dass er seinen Vater erschlagen hat und seine Mutter geheiratet hat. Das ist erstmal ein bisschen seltsam. Ödipus weiß das auch gar nicht. Aber man erfährt dann, dass er als Königssohn ausgesetzt worden ist, weil das war in der Antike durchaus möglich, dass das Orakel dann sagte, ja, pass auf, du wirst einen Sohn bekommen, der wird dich als Vater erschlagen und deine Frau als Mutter heiraten, also schreckliche Dinge. Und damit das eben nicht passierte, war das dann häufig so, dass dann so ein Kind ausgesetzt wurde. In diesem Falle ist das eben so, dass er bei einem Hirten überlebt und irgendwann sich auf den Weg macht nach Theben. Und unterwegs trifft er auf einen Wagen mit einem Wagenlenker und er weiß gar nicht, dass das sein Vater ist. Es gibt Streit und in dem Streit erschlägt er ihn. Also eigentlich bei den Griechen fast eine normale Sache, dass sie Dinge auch kriegerisch körperlich austrugen. Er hält aber eben den Mann für einen Fremden und erfährt dann erst später in diesem analytischen Prozess, dass es sein Vater war, den er erschlagen hat. Und er übernimmt anschließend, weil er nämlich Theben von einem gefährlichen Ungeheuer dann auch noch befreit, so ist das eben in dieser Sagenwelt, wird er auf den Thron gehoben und er heiratet dann auch noch die Königswitwe und damit erfüllt sich auch der zweite Teil der Prophezeiung, nämlich er heiratet seine Mutter, ohne es zu wissen. Das alles wird jetzt aufgedeckt. Ein richtiger Wahrheitsschock hier. Und er bestraft sich dann selbst. Er zerstört seine Augen. Er will nichts mehr sehen von dieser Welt. Wird in die Verbannung geschickt. Und die Gemeinsamkeit hier ist eigentlich vor allen Dingen, dass eben hier auch ein analytisches, nein, ist doch in gewisser Weise, denn alles ist ja schon passiert, natürlich. Und das wird jetzt im Laufe des Prozesses gegen den Willen des Richters dann auch noch aufgedeckt. Es gibt noch einen zweiten interessanten Bezug, nämlich zur Bibel. Wir waren da erst ein bisschen skeptisch, aber dann mussten wir das letztlich einsehen. Denn Adam und Eva, ja, ne, dieses erste Menschenpaar, das kennt man. Man kennt auch den Sündenfall, ne, dass so eine Schlange dann Eva sagt, hey, warum willst du nicht gegen Gottes Gebot verstoßen? Und doch diesen Apfel oder irgendetwas essen da entsprechend. Und sie verführt dann auch den Adam. Allerdings muss es natürlich heißen, eine Verführung durch Eva, aber eben nicht durch Eve, sondern hier ist es ja so, dass der Richter die junge Frau versucht zu verführen. Dann Vertreibung muss das hier heißen, Vertreibung aus dem Paradies. In diesem Falle ist es aber nur Adam, nicht Adam und Eva werden vertrieben, sondern Adam ist ja hier der Schuldige und der wird aus seinem Paradies, nämlich dem Richteramt, da vertrieben. Es gibt von dem Schreiber Licht auch einen Hinweis darauf, das werden wir auf der Webseite dann genauer mit Zeilenangabe auch machen, dass er mit einem älter Vater, also einem Vater aus der Bibel, da verglichen wird, der auch fiel. Und zwar, der Licht macht sich so ein bisschen den Spaß da, dass er hier aus dem Bett gefallen ist und als Leser weiß man hinterher, dass der gerne in das Bett von Eve gefallen wäre fast. Also da wird auch ein bisschen rumgespielt von Klein. Das ist recht gut gemacht. Es gibt dann auch Anspielungen auf den Teufel, die gehen vor allen Dingen von dieser Brigitte aus, als sie da erzählt, was sie da abends gesehen hat, wie der da aus dem Fenster gesprungen ist und dann davon und so weiter. Und dann werden so verschiedene Anspielungen gemacht auf einen Ziegenbock, nämlich da mit seinen Füßen ist was nicht in Ordnung, Klumpfuß und so weiter. Das waren so Attribute des Teufels im Mittelalter. Und das Interessante ist, dass Adam an einer Stelle, und die haben wir jetzt doch hier mal angegeben, 1820, bin ich der Teufel? Das fragt er natürlich ironisch, um zu zeigen, hey, was du erzählst, hat mit mir gar nichts zu tun. Aber dann stellt sich heraus, dass er doch in gewisser Weise auch ein Teufel ist, denn er bringt ja Eve in eine große Gefahr und belastet auch die Beziehung und stellt natürlich das Gerichtssystem auch ganz ungünstig dar. Dann ist auch einmal von einem Turmbau von Babel die Rede, da geht es aber eigentlich um die Akten. Aber das ist insofern interessant, weil diese Geschichte aus der Bibel dazu führt, dass dieser Turm von Babel so menschliche Hybris, Überheblichkeit zeigt, dass sie glaubten, sie können einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht und der wird dann eingestürzt durch irgendeine göttliche Vernichtungsmaßnahme. Und außerdem werden sie bestraft, dass sie verschiedene Sprachen sprechen. Das ist also in der Bibel eine mythologische Erklärung dafür.
dafür, warum es verschiedene Sprachen gibt. Aber das passt wiederum, das gibt es auch im Stück natürlich. Da gibt es ja vielfältige Kommunikationsprobleme. Also das kann man durchaus auch aufführen. Auf jeden Fall gibt es einige Indizien, die auch direkt von Kleist selbst kommen, dass man das wohl ernst nehmen muss mit diesem Bibelbezug. Inhaltlich schließen wir das Ganze jetzt vorläufig ab. Wir haben schon darauf hingewiesen wohl, dass wir durchaus hier noch Plätze freigelassen haben für weitere thematische Aspekte, die in den nächsten Tagen möglicherweise noch eine Rolle spielen. Wir schließen aber erstmal ab mit der aktuellen Bedeutung. Da kann man natürlich schon sagen, dass Amtsmissbrauch ein zeitloses Thema ist. Damit verbunden ist häufig auch Machtmissbrauch, sodass der Amtsmissbrauch dann auch gar nicht aufgedeckt oder bestraft werden kann. Dann Verschleierung ist natürlich auch eine Problematik, die es immer gibt, wenn Macht da ist, die natürlich auch mal Fehler begibt oder vielleicht sogar Schlimmeres. Es gibt eine gewisse Parabelähnlichkeit natürlich, dass hier auf dem Umweg eine Erkenntnis auch präsentiert wird, was den Richter angeht. Der muss schließlich erfahren und die Zuschauer erfahren das mit, dass das alles nicht so ordentlich ist, wie es zunächst den Anschein haben könnte. Dann die Bedeutung von Rechtlichkeit, auch Dienstpflicht, dass man bestimmte Dinge wie dieses Attest zum Beispiel nicht machen soll. Und natürlich eine wichtige Aussage, die Obrigkeit, der Gerichtsrat ist in Ordnung und sogar menschlich. Und das wünscht man sich natürlich auch für unsere heutige Zeit, dass die Obrigkeit dann doch funktioniert in dem Sinne, dass Fehler der Mächtigen aufgedeckt und bestraft werden und vielleicht am Ende sogar so menschliche Züge da sind, wie bei diesem Gerichtsrat, der am Ende ja sogar bereit ist, an der Hochzeit des Paares teilzunehmen. Am Schluss müssen wir natürlich darauf hinweisen, dass es auch methodische Herausforderungen gibt. Das hängt von der Art der Klausur ab. Es kann die Analyse einer Szene oder eines Ausschnitts aus der Szene präsentiert werden. Da muss man dann klären, wie die Voraussetzungen sind, was ist davor passiert, was in diese Szene oder den Ausschnitt hineinwirkt. Dann die Entwicklung der Dramatik, wie ist die Ausgangssituation und was verändert sich in der Szene oder im Szenenausschnitt zum Ende hin. Dann das Thema natürlich als Fragestellung, nachdem man vorher sich klar gemacht hat, was sind die Aussagen dessen, was zeigt der Szenenausschnitt. Das sind ja die Antworten dann. Wenn man die Antworten aus dem Text heraus hat, dann kann man auch die Frage klären, die normalerweise ja nur implizit, nennt man das, indirekt drin ist. Die muss man also herausbekommen. Wir haben das ja oben gezeigt. Dann kann eine Aufgabe natürlich sein, die Kommunikation zu untersuchen oder eben auch komische, satirische Elemente und eben natürlich auch dann am Ende die Bedeutung des Textausschnitts für das gesamte Drama. Und dann gibt es insgesamt natürlich in der Aufgabe 2 meistens die Erörterung einer Frage zum Text oder auch darüber hinaus. Das muss man dann separat abklären, das ist im Unterricht ja in der Regel dann auch besprochen und geübt worden. Dann die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass man einen Sachtext präsentiert bekommt, eine Rezension zum Beispiel zu einer Theateraufführung. Und dann muss man natürlich erstmal den Text vorstellen, dabei auch das Thema als Fragestellung angeben, dann meistens die Position des Verfassers herausarbeiten und auf die Darstellung eingehen. Ist sie eher sachlich, ist sie polemisch, also wird da jemand schlecht gemacht auch und übertrieben zum Beispiel. Und dann eine Stellungnahme zu diesem Text zunächst mal, wie überzeugend ist er, was die Argumentation angeht oder auch die Position des Verfassers. Und dann kann es darüber hinaus natürlich ähnlich wie bei der anderen Aufgabe hier weiterführende Überlegungen geben, die man dann ausgehend von diesem Sachtext dann entsprechend erörtern muss. Wie immer legen wir die Dokumentation hier auf der Seite ab. Auf dieser Seite wird natürlich dann auch auf dann Versionen 1.1, 1.2
verwiesen, die wir dann nachschieben werden, wenn weitere Frageaspekte auftauchen. Wir legen natürlich den Link zu dieser Website bei den Infos zum Video ab, werden auch in den Abspann einen Link aufnehmen. Dort, wie gesagt, Aktualisierungen, Korrektur auch möglicher Fehler, die uns hier unterlaufen sind und die wir erst im Nachhinein feststellen. Wir sind sehr interessiert an Fragen und Anregungen. Vielleicht kommen ja auch Leute auf uns zu in den Kommentaren und verweisen uns auf bestimmte thematische Aspekte, die sie auch gerne in dieses Igel-Schaubild insgesamt aufgenommen haben möchten. Und wir freuen uns natürlich, wenn unser Kanal schnell durchblicken, dann abonniert wird, abonniert bleibt und auch andere Leute darauf aufmerksam gemacht werden, nach dem Motto, da bekommt man gute Infos und es lohnt sich, das dann zu abonnieren, um dann auch mit anderen Themen des Deutschunterrichts da auf dem Laufenden zu bleiben. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg.